Sanchi für die Rosen Erno, gegen Jaslowski für die Feldricher. Und das ist jetzt eigentlich gerade mal genau andersrum gelaufen als in den ersten drei Sätzen. Eigentlich, wenn der Martin diesen Elfer getroffen hätte. Weil bislang fast ohne Ausnahme punktet, wer aufschlägt. Beide haben Probleme mit den Returns. Beide haben sehr gute eigene Aufschläge. Aber jetzt liegt das mal zwei Bälle andersrum. Vielleicht liegt das daran, dass Sanchi so hoch führt. Und dann auch noch das Glück hat, einen Aufschlag mit Rückhandgranate an die Tischkante zu setzen. So, 7:2. Mal schauen, ob Jaslowski hier wieder ein paar Verteidigungsbälle einstreut, wie er das vorhin gemacht hat bei aussichtsloser Situation. Aber ganz im Gegenteil, er kämpft, er fightet, er droht sogar mit der linken Hand nach kurzem Schlägerwechsel. 4-7. 7-5. Da war dann wieder alles im Lot, wer aufschlägt, punktet. Das müsste er jetzt durchbrechen. Bei Rückstand 5:7. Mal wieder einen Punkt machen als Rückschläger. Mal sehen, wie er es probiert, mit Harakiri oder mit Gefühlen. Mit Gefühl probieren, der Ball war nun weiß Gott nicht dann mal für Jaslowski anzugreifen, dieser Aufschlag. Ja, diesmal waren beide Aufschläge von Sanchi nicht ganz so heiß. Martin konnte ins Spiel kommen und hier diese zwei Breaks hintereinander spielen. Und konnte jetzt vorentscheiden. Könnte, wenn Sanchi nicht so hervorragend zurückspielen würde. Sind ja alles keine einfachen Bälle, die der Martin spielt. Verzweiflungstat rein, eine Verzweiflungstat. Das will er dann gar nicht mehr wissen. Aber das ist natürlich ärgerlich, ganz, ganz ärgerlich. Gerade bei diesem Spielstand wieder ein unglücklicher Netzberührungsball. Man hat so gar keine Chance mehr. Ja, und bei Jaslowski ist das gar nicht zu sagen, ob das sein unbändiger Siegeswille ist, gepaart mit einer
gigantischen Technik oder ob da schon ein angestochener Stier jetzt wild um sich schlägt. Wie auch immer. Den nimmt man dann natürlich auch mit. Wenn man gerade eben einen Netzroller eingesteckt hat von solcher Bösartigkeit. Normalerweise muss es das sein. Zwei gute Aufschläge, wenn alles so läuft wie gehabt. Aber was ist schon normal? Natürlich hat er jetzt den Druck, ist klar, denn er muss jetzt schon den Matchball abwehren. Und der wäre es doch gewesen, der wäre es doch gewesen. Er ist schon ein bisschen überpowered. Wieder alles offen. Schlechter Return. Solche hat Sanji ansonsten tödlichst verhaftet. Derzeit Nerven. Jetzt. Ich will hier nicht von unverdient reden, aber. Zumal er auch den einen oder anderen unglücklichen Netzroller einstecken musste, aber es war schon ein Stück Arbeit. Und 3:1 sagt natürlich nicht aus, wie eng, wie knapp das war und wie schnell dieses Spiel auch hätte in die andere Richtung ausgehen können.